So, grüß Gott und willkommen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast hier. Man hat schon viel von ihr gehört. Viral im Internet, über Facebook und andere Medien. Und heute auf dem Rückweg von ihrem Roadtrip ist sie heute noch bei mir vorbeigekommen. Ich darf euch Jessie vorstellen von Woody mit ihrem wunderschönen 500er. Ist sie heute bei mir zu Gast. So Jessie, erzähl mal, wo hat das Ganze angefangen und wo bist du überall vorbeigekommen? Ja, ich habe mit Max, so heißt ja mein Mercedes, schon eine ganze Weile bin ich schon unterwegs, weil ich bin losgefahren in Hamburg, wo ich wohne. Das vor gut 2 Wochen und dann habe ich mich runtergearbeitet in den Süden über Düsseldorf, Ruhrpott. Ich war an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Motorworld-Locations in Köln, in Düsseldorf in der Klassikremise. Natürlich war ich im Mercedes-Museum in Stuttgart, was riesig Spaß gemacht hat. Ja, großartig. Ist ein Erlebnis, wenn man da noch nie da war und dann dieses obligatorische Foto davor macht, ganz toll. Und bin dann weiter nach Österreich und ich hatte großes Glück, dass das Wetter jeweils grandios war. Also ich habe wirklich mir Zeit genommen und das macht so viel Spaß, mit dem rumzufahren. Ganz treue Seele und natürlich auch, wie alle wissen, die 107er fahren. Man kann mit dem wirklich Strecke cruisen. Ich bin jetzt, bis jetzt bin ich gut 2.500 Kilometer gefahren. Bis ich zurück in Hamburg sein werde, werden es wahrscheinlich gut 3.300 Kilometer sein. Und ein bisschen Öl nachfüllen und erfährt. Einwandfrei. Ja, macht ja Spaß. Also ein Langstreckefahrzeug, ein Daily Driver, immer noch zuverlässig, er macht immer noch Spaß. Ganz, ganz toll, ja. Und ich glaube, am Stück, du bist jetzt 2 Wochen unterwegs bisher? Ja, gut 2 Wochen. Und alles mit dem 107er, ja, hier Teile durch Europa, ganz toll. Und für alle Frauen, es ist nicht zu unterschätzen, wie groß der Kofferraum ist, weil ihr Mädels wird das kennen, wenn man nämlich als Frau unterwegs ist und durch verschiedene Wetterzonen fährt und man weiß nie, da geht so viel rein. Ich habe meinen halben Haushalt dabei, aber es macht natürlich Spaß, man schmeißt alles rein und man hat alles dabei und bin auch gut durchgekommen. So, wir sind jetzt ein bisschen rausgefahren und haben unsere 2 SL mal nebeneinander gestellt. Neben der Jessie, ihrem wunderschönen 500er SL, steht mein 560er hier, ein bisschen abseits, das zeigen wir nachher auch noch. Wie bist du dazu gekommen? Seit wann haschen? Wie kamst du dazu? Warum hat eine Frau einen Oldtimer mal wieder? Genau, die kluge Frage. Es gibt ja nicht so viele Frauen, die Oldtimer haben. Und ich kam dazu, da meine Oma schon großer Fan von dem Wagen war, hat sich Mitte der 90er den Wagen gekauft. Und als dann meine Omi verstarb, ging der Wagen erstmal innerhalb der Familie weiter und vor 6 Jahren kam es dann auf, dass der Wagen abgegeben werden sollte und da habe ich gesagt, halt, stopp, Moment, ich hätte den gerne. Jetzt war der in keinem so guten Zustand, also da musste einiges gemacht werden, ich habe einiges reingesteckt, viel, viel gelernt. Seit einem Jahr schraube ich auch selber ein bisschen mit und da kommt jetzt Jochen hier wieder, vielen Dank, deine Videos kommen da echt ins Spiel, weil ganz oft habe ich schon Dinge angeguckt, manchmal sogar Sachen, wo ich gar nicht wusste, da mache ich mal was dran, um es zu verstehen. Also das ist immer schön. Man kann es ja auch mehrfach anschauen, das echt hilft, wenn man dann nicht ganz weiß, habe ich es jetzt irgendwie begriffen. Und es macht wahnsinnig Spaß. Und ja, meine Oma würde es freuen, die guckt bestimmt von oben zu und freut sich sehr, dass ihre Enkelin jetzt auch mit dem Wagen unterwegs ist. Und ich habe sehr viel Freude damit. Sehr schön. Schön, ja. Da steckt also viel Emotionen mit drin, eine Verbundenheit mit drin. Du hast es gerade schon erwähnt, der Lack ist neu am Fahrzeug, das sieht man auch. Jetzt hier im Sonnenuntergang strahlt, das ist ganz, ganz klar, ja. Also wunderschön. Was ist das für eine Farbe? Das ist das Rauchsilber. Wunderschöner Ton, je nach Licht auch wie bei deinem Schwarzen auch immer ein bisschen unterschiedlich. Das sieht man jetzt hier, manchmal ein bisschen güldener, manchmal ein bisschen beiger. Und ja, hatte ich neu lackiert, da waren sehr viele Stellen nicht mehr in Ordnung und dann hat er jetzt einmal eine komplett neue Farbe bekommen und das macht natürlich viel aus, das wertet natürlich auf. Sieht man, wunderschön. Ja, jetzt wird ja noch mehr gepflegt. Was hast du noch alles gemacht? An der Technik hast du auch was gemacht? Oder? Na, der hatte halt an allen, ne? Also angefangen hat es damit, der war innen, der ganze Unterboden war komplett durchgerostet. Muss man dazu sagen, meine Oma war eine Vollblut-Autofahrerin und ist den damals halt auch bei Wind und Wetter gefahren und zur Not mal mit Schneeketten den Berg hoch. Also der Wagen kann ja auch was aushalten. Heutzutage sind die Salze anders, deshalb kann man den nicht mehr so im Winter fahren, sollte man halt nicht mehr machen. Aber dadurch, dass Omi den viel gefahren hat, war der unten ganz schön kaputt. Das heißt, ganz viel Bleche unten rein, also erstmal die Karosserie gerettet mit dem letzten Schritt, jetzt letztes Jahr eben nochmal den Lack neu. Mhm. Motor, muss man auch sagen, wurde 30 Jahre nicht so richtig angefasst, da habe ich jetzt auch einiges machen lassen, auch nicht selbst gemacht. Die Klassiker, Steuerkette, 2x Nockenwellen mussten neu, das lief auch nicht mehr ganz rund. Ja. Gleitschienen, die sind ja auch gern mal, die waren bei mir schon richtig zerbröselt, ganz, da ganz waren wichtig, schon ein Stückchen. Ja.
weißt gar nicht, welches Video das vielleicht bei dir schon ist oder noch wird es zugleich noch, hin. Es kommt also noch eins, ja. Ist aber wichtig, ist eine echte Investition, ist natürlich ein relativ großer Punkt. Seitdem läuft der aber auch ganz toll. Ja. Habe ich damals gemacht, ich bin ja mit den Woody Ladies, ich habe ja die Women Classic Driver Initiative, wo viele Frauen sich zusammengefunden haben und wo wir zum Beispiel beim Nürburgring waren. Und da wusste ich, wenn ich den Nürburgring fahren will, muss der Motor so ein bisschen was können. Und das war dann dieses Frühjahr so, dass ich deshalb auch den Motor angefangen habe zu machen. So ist das schon mal ganz gut. Es sind noch Kleinigkeiten, die noch kommen, so ein bisschen Feineinstellungen, aber eigentlich ist er jetzt schön da. Was noch kommt, ist halt Innenraum. Jetzt am Winter geht es an die Ledersitze, die sind ganz nett so eigentlich, aber der Klassiker, auch die Wangen sind so ein bisschen abgeschuppert und da bin ich jetzt als nächsten Schritt dran und freue mich schon, den aufzuarbeiten auf der optischen Seite. So ein bisschen kosmetische Sache dann über den Winter. Genau. Ja. Das ist ja die Reihenfolge, ne? Erstmal Karosserie, Motor und dann geht es an die Kosmetik. Genau, ja. Ja, schön. Also Jesse hat da was ganz, ganz Tolles gegründet, auch vor der oder während der Corona-Zeit, ja, aus der Not ein bisschen erschaffe. Ganz, ganz tolle Initiative. Den Link dazu, zu der verschiedenen Auftritte und zu der Homepage. Ihr habt ja auch eine eigene Homepage. Ja. Findet ihr unten in die Videobeschreibung, blendet ihr euch unten mit rein. Wenn die eine oder andere Frau mit dem eigenen Oldtimer-Marke ungebunden, muss das auch jeder sein. Völlig egal. Ja. Markenoffen. Genau. Darf sich das gerne mal anschauen, darf da gerne mal reinschnuppern. Und dann würde ich sagen, dann zeige ich jetzt noch ein paar Bilder von dem wunderschönen 500er SL von der Jesse. Und dann nochmal vielen Dank, dass du da warst, dass vielen du Dank mich besucht hast. Und dann würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann mit technischen Themen hier auf dem Kanal. Vielen Dank, bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.